Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband Floris Mod. Wir haben das letzte Mal eine Dame aufgesammelt vom Gildenmeister in einer Stadt. Ja, gut schauen. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Nein, bitte nicht. Da. Jalen. Okay. Dann gehen wir dort wieder zurück. Ich möchte aber einen Umweg nach da oben machen. Ich möchte auch mal die Svadier besuchen. Okay, die haben gerade ein bisschen Probleme. Einer wurde besiegt, denke ich, von den Khanat Kergit. Die haben scheinbar Krieg zusammen. Der Wald von Elerda. Bah, hier wimmelt es von Banditen und anderem Gesindel. Erzählt mir mehr. Nun, der König von Svanian erklärte dies zu seinen persönlichen Jagdgönnen und sagte, er würde jeden töten, der hier auch nur seinen Bogen spannte. Was passiert also? Manche Familien hungern und erlitten den Versuchung des Wilders. Und dann kommt der Sheriff des Königs, hängt ihn und nimmt ihm sein Land ab. Statt zu verhungern, werden seine Söhne zu Banditen. Und jeder Mann im Tal, der die Notwendigkeit verspürt, vor einer Schuld oder einer nörgelnden Ehefrau vorzulaufen, oder auch rachsüchtige Adlige, sie alle kommen her, schließen sich ihnen an und leben von wilden Schweinen, Bären und den Geldbeuteln unvorsichtiger Reisende. Oh ja, ich das weiß. Nun, sie schnappten mich und verlangten Lösegeld für mich. Aber ich konnte fliehen, das ist eigentlich alles. Wirklich alles? Nun gut. Oh, da ist eines abgebrannt, ein Dorf. Hier brennt noch eins. Nicht so nett. Sunuzka. Burg Sunuzka. Da hat einen Namen. So, Dirim. Lebst du noch? Oder bist du schon im Krieg? Boah, also hier ist wirklich der Krieg, aber ich finde niemanden. Es läuft hier überhaupt niemand herum. Ist ein bisschen komisch. So, Handelsabkommen unterzeichnet. Sarandische Sultanat und Königreich Svadien haben ein Handelsabkommen unterzeichnet. Okay. Frieden geschlossen, Nord und Fergir. Nord und Rodok Handelsabzeichen. Okay. Da ist ein Turnier, aber da machen wir nicht mit. Noch nicht. Also wir machen in Turnieren dann genug mit. So, hier ist leider niemand. Schade. Svadische Langbogen in Stark. Das ist viel zu teuer. Okay. Brot haben wir noch genug. Ja. Und wir haben ja das Ding gebaut, die Mühle. Und ja, mit der Bäckerei zusammen oder so. Das reicht. Nein, geh unten durch. Kopfgeldjäger, okay. Zibitin. Okay. Gehen wir mal kurz hier ein paar Svadier in die Einheit rekrutieren. Zwei. Gut, nehmen wir. Und jetzt nach Uxal. Ja. Beluke wäre hier. Gehen am besten oben durch. Ja, mit Moluka waren wir erst. Nein. Nein, 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 nein. Noch nicht. Der hat 20, nur 4 Dinge, den nehmen wir. Ah, 24. Pff, okay, wenn man es nicht lesen kann. Aber das schaffen wir. Wir haben recht gute Truppen langsam. So, wo sind sie? Da. Dann kommt mal mit. Nein, alle Mann mir nach hier drauf.
Die kommt von dort hinten, das ist sehr gut. So, schaut mal diese Esel an, das sind glaube ich die Kopfgeldjäger, genau. Ich könnte auch schießen. Ach komm, triff. Jetzt getroffen. Plus zwei. Wir haben einen getötet, sehr schön. Oh, nochmals ein. Kriege nicht getötet, aber. So, jetzt Angriff. Hopp. Angriff. Kopfschuss. Wir haben einen Kopfschuss. Also die Kämpfe sind schon recht anspruchsvoller. Weil die Gegner natürlich besser blocken und so. Gut, zwei sind leider gestorben. Krieger und Keki Zerek. Ein Keki Krieger. Gut. Zwei, ja. So. Genau deswegen wollte ich die angreifen. Wochenlohn ist schon recht teuer, aber das ist auch gut so. Ein Städtler, Kopfgeldjäger. Ein Städtler nehmen wir mit. Der hat nur einen Lohn. Den auch. Und den auch, weil er so fast keinen Lohn hat. Zu viele Truppen sollten wir nicht mitnehmen. Aber gefangen nehmen wir noch ein paar. So. Jägerin gut. Klingenschwester. Ah, Klingenschwester, ja. Die machen wir dann alle auf. Swadische Bauer. Ich möchte gerne die auch zum Nahkämpfen machen, aber dann zu Pferde. Manit ist verwundet. So, 36er Schwert. Das ist zwei einhändig und zweihändig. Mhm. Kleine Gelfe. Heißt das nicht Gleffe? Weiß ich jetzt nicht. Einen Bogen. Ich möchte die anderen noch mit Bögen ausstatten. Plus 10 auf Schaden. Gut, das ist gleich geblieben. So, jetzt haben wir auch viel Loot. Das sind leider zerfetzt. So. Gut. So, ich möchte jetzt. Oh, da ist noch eine. Aufgestiegen. Ich möchte jetzt den hier nach oben versetzen. So, und der muss mal Mann sprechen wegen Rüstung. So, und nämlich, wenn du das tragen kannst, ne, dann nimm du mal das gute Schwert. Nein, du kannst es auch nicht, aber das kannst du. So, dann mal umtauschen hier. Hier ungefähr. 4 ist besser, 22 ist das besser. Machst, nimmst du auch mal die gute. Kannst auch nicht tragen, was kannst du eigentlich tragen? Nimm du mal einen Bogen, kannst auch nicht tragen. Ja. Nimm du keinen Bogen, du bist ganz Nahkämpfer. Das ist besser. Und sonst, eben Schild kannst du nicht tragen. Brauchen bessere Schild, also schlechtere Schilde. So, vergesst es. Paul Rolf. Du
Du hast hier eine Armbrust mit 48, bist du ein Bogen mit 29? Nö. Und du das Schild kannst auch nicht benutzen. So, mit dem Schild nicht benutzen. Gut, und der Bonduk. Ich weiß nicht, ob ich ihnen die Armbrüste wegnehmen soll, weil dann schießen sie halt immer nur im Fernkampf. Ich lasse sie ihnen noch, aber später werde ich dann die wegnehmen. So, gut, also. Wir haben hier noch Uxal, gehen wir nach Uxal. Sklaveneintreiber bitte. Eine Trossfrau. Da gibt es zwei, die mitkommen. Weidmanns Heilreisende, ihr seid nicht zufällig auf der Suche nach einem Fährtenleser. Vielleicht, was ist euer Anliegen? Nun, meine Dame, das ist eine lange Geschichte. Es gab ein Missverständnis mit hier in Uxal wegen eines Pferdes, das ich vor der Herberge angebunden verfand. Der Gal war das Spiegelbild des Tieres, das mich wenige Tage zuvor abgeworfen und das weitergesucht hatte. Natürlich band ich ihn los, um mir ein genaues Bild zu verschaffen. Es stellte sich heraus, dass der Klappe einem Kaufmann gehörte, einer krähengesichtigen alten Bock, der um nicht in der Welt akzeptieren wollte, dass alles das einfach ein Missverständnis war und stattdessen die Stadtwache herbeiholte. Ob wenn ich zu einer Größengruppe gehören würde, die für mich bürgen könnte, ließ sich die Sache vielleicht auf sich beruhen. Ich wäre euch sehr zu Dank verpflichtet. Vielleicht, aber woher soll ich wissen, dass es kein Missverständnis wegen einem meiner Pferde gibt? Meine Dame, es verletzt mich, dass ihr so etwas auch nur denken würdet. Ich wäre euch sehr zu Dank verpflichtet und ihr werdet sehen, dass ich meine Dankbarkeit auch zeige. Ich bin zu meiner Zeit so manche Meile raus Gelände durchritten, oft im beträchtlichen. Ich eile, ich bin ein guter Fährtenleser und habe das Auge fürs Terrain. Also, sagt ihr. Gut, ihr könnt uns nützlich sein. Ja, der will auch 3.300. Leihen, ja klar. Das gibt er nie wieder zurück. Brauchen wir einen Fährtenleser? Ja komm, ey, wir haben sowieso genug, ey. Und das ist, seid gegrüßt, Reisender, vielleicht könnt ihr mir helfen. Wie denn das? Ich werde es euch erzählen, allerdings handelt die Geschichte von so großer Ungerechtigkeit, müsst ihr wissen, dass ich euch im Voraus warne, weil falls ihr ein aufbrausendes Temperament besitzt, könnt ihr euch angesichts des Geschehenen Unrechts so über mich erzürnen, dass ihr selbst Unheil anrichtet. Ich bin ein ausgebildeter Naturphilosoph, aber durch die Eifersucht der sturköpfigen Doktoren meiner Universität dazu verdammt, mein Dasein als wandernder Wundarzt zu fristen. Oh, das ist doch mal nett. Ich wurde von einem Kaufmann dieser Stadt angeworben, der mich bat, seinen Sohn zu heilen. Dieser lag im Koma, seit er vom Balkon gefallen ist. Ich bohrte erfolgreich eine Öffnung in den Schädel des Patienten, um die Schädelschwellung zu lindern. Aber die Familie ignorierte meine Rat, das nachfolgende Fieber mit einer Tinktur aus Weidenrinde zu behandeln. Und der Junge starb. Anstatt mich für meine Anstrengungen zu entlohnen, klagte der Vater mich der Hexerei an. Mich einen Naturphilosophen. So sind die Menschen dumm und undankbar. Der Fürst dieser Festung weigerte sich zwar, mich verhaften zu lassen, dennoch möchte ich lieber weg von hier. Nun, ihr könnt mit uns reisen, aber ihr müsst in der Lage sein, um in unserer Schlachtreihe zu kämpfen. Wie ich euch schon sagte, ich bin Wundarzt, nicht irgendein seitengewandter Universitätsdoktor, der nie jemanden angefasst hat. Ich kann mir die Hände schmutzig machen. Ich habe jede Art von Wunde behandelt, die Menschen anderen Menschen zufügen können. Bevor ich Wundarzt war, war ich ein Student, der ihr könnt als sicher sein, dass ich Wunden zugefügt als auch geheilt habe. Also, willkommen in unserer Kompanie, Doktor. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten, dann bin ich bereit zum Aufbruch. Das haben schon zwei neue. Ich hoffe, es gibt keinen Streit. Zwei. No. Ich nehme immer sehr gerne Frauen mit. So eine richtige Frauentruppe möchte ich mal haben.
So, Drachenschild. Das wäre doch mal was für mich. Fordert aber Schild. Ist aber besser, oder? Viel besser. Ist denn das ein großes Schild oder ein kleines? Das ist ein mittleres Schild, oder? Ja, die Pfeile möchte ich gerne wieder mitnehmen. Und das noch weg. So, die Kläfe. Das noch. Dann nehme ich den hier nach oben. So. Gut, ich möchte gerne dieses Schild haben. Ja. Nur 7 Euro werden. Ruhrburg gesprungen. Okay. Dann gehen wir weiter. Das ist immer so ein Helm, den ich früher im Mountain Blade Warband normal, also ohne Mods, immer getragen habe. Balleges Brot. Wir brauchen so etwas nicht. Okay. Dann gehen wir am besten nach Veluca doch, oder? Hier hinten haben wir nichts. Also Veluca. Ja. So freut mich, dass ich jetzt so viel habe. Und im Ausrüsten sollten wir die noch. Ich werde mal den Ding an, ausrüsten. Also ich werde den Bohrer nach oben tun. Der Remus. So, und den möchte ich gerne ausrüsten. Der hat nur einen Lohn, okay. Also, dann will ich, dass du dieses Schwert trägst. Gut. Das Schild kannst du natürlich nicht tragen. Ich möchte gerne das Schild hier oben hin tun. Dafür eine Militärgabel hier runter. Gut. 22. Dann nimmst du das hier. Sieht zwar nicht mehr wie ein Mönch aus. Aber gut, na gut. So. Und der Borcher. Der hat nur einen Dolch. Der kann das auch nicht tragen. Eine 22er Rüstung. 14, oh, da ein guter Stiefel. So. Und ja, eben. Dann kannst du einen Bogen tragen. Nein. Gut, haben wir das auch schon gemacht. Wie steht's mit dem Charakter? Der hat hier noch ein paar Punkte. So. Auch gut. So, dale. Also nach Veluca. Ich möchte noch ein paar Banditen jagen, aber hier sind so wenige Deserteure, die sind noch zu stark. So, Schenke. Schwarze Witwe. Die nicht so gerne. Schade, hier hat es auch keinen. Wir sind jetzt echt langsam, also wir müssen aufpassen, wenn Banditen kommen. Gehen wir mal zur Burg, vielleicht haben wir hier noch einen Auftrag. Nein. So, wohin müssen wir jetzt? Gehen wir über Jaikala dorthin. Da gibt es auch weniger Banditen. Meine Dame, das Haus von Rolf ist einer der ältesten und respektiertesten Familien in diesem Teil der Welt und seine Ursprünge können bis zum alten Kalratischen Reich zurückverfolgt werden. Doch Palantius Bunduk erweist mir offene Respektlosigkeit und zweifelt die Ursprünge meines Hauses an.
Bunduk. Ich dachte schon, dass der nicht so interessant, also Probleme macht. Ich werde ihm helfen, dem Rolf. So. Ja, weil ein Fährtenlaser ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und sieht sowieso die ganze Zeit eigentlich keine Spuren. Da mal etwas. Ja. Kopfgeldjäger, das ist zum Glück keiner von uns. Also einer, der nicht angreift. Hätte schon gedacht, das wäre ein Deserteur, aber die sind ja ein bisschen dunkelgrauer. So, Indigenengebiete. Ein Aschlik wäre hier. Das ist ein Lösegeldvermittler. Okay, schön. 260 Euro für zwei. Eine Kammerzoffe. Die ist wahrscheinlich teuer, oder? 600, nein. Ich brauche keine weiteren Männer. Ja, genau. Oh, ein veredeltes Claymore. Mann, sind also extrem teuer. So, ja, leider haben wir nichts zu kaufen hier. Oh, gotische rote Plattenrüstung, dick. Schade, dass wir jetzt gerade nicht so einen Krieger haben. Sonst hätten wir so etwas richtig. Das hätten wir drauf gespart auf dieses. False war, ist das nicht der, der. Oh Mann. Dann den nehme ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt unten durch nach Jalen. So, ich hoffe, wir bekommen bald ein Dorf oder so. Ich glaube, wir müssen sowieso zuerst uns Rodok anschließen. Ob wir das jetzt machen sollen, ob ein anderes Reich nicht mehr Hilfe brauchen könnte, weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, nein, kein Krieg anzetten mit den Nords. Ich möchte kurz schauen auf die Karte. Ja, die brauchen jetzt eigentlich nicht mehr so gut Hilfe. Die ja auch nicht. Nord brauchen auch keine Hilfe. Okay, ich werde mal mit dem König reden. Vielleicht will er ja dann Ding. Aber zuerst gehen wir mal zum zu der Mühle. Ich hoffe, da drin ist nichts. Kriegstrupp war hier. Wenigstens kein Banditentrupp. Weil ich denke, die werden recht teuer. Ja, ist recht teuer, was wir hier haben. Also, ja, vielleicht werden wir ein paar Banditen jagen. Irgendwo muss es doch Banditen haben. Und dann Waffenstillstand zwischen Schwadien und Nord sind beendet. Vergir und Rodok. Vergir und Sarantisches Sultanat. Khanat, Kher geht mit Nordmänner. Kher geht mit Rodok. Nordmänner mit Sultanat. Okay. Interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich hoffe, die machen jetzt nicht schon wieder Krieg. Ah, schaut mal an. Ein Boot ist da mal gewesen. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr mich zurückgebracht habt. Ich kann es kaum erwarten, meine Familie wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Okay, toll, haben wir das geschafft. So, dann hätten wir hier Held Nadia. Bitte, meine Dame, beschützt mich, es sind hinter mir her. Wer ist hinter euch her? Mein Vater, mein Bruder, der Dorfälteste, einfach alle. Seit ich weggelaufen bin, suchen sie nach mir. Es war furchtbar, meine Dame. Der Dorfälteste, ich kann euch sagen, er ist verrückt. In den letzten 3 Jahren hat er sich jede Nacht eine neue Frau genommen, und nur um sie dann am nächsten Morgen zu erhängen. Meine beiden älteren Schwestern sind schon durch seine Hand gestorben, und jede Frau in diesen Händen ist in Gefahr. Eines Abends sprach mein Vater die Worte aus, von denen ich mich seit Jahr Monaten fürchtete. Heute Nacht, meine liebe Nadja, bist du an der Reihe. Wie konnte er das sagen? Wie konnte er mich in den sicheren Tod führen? Ich schrie und trat um mich, so dass mein Vater mich zusammen mit meinem Bruder aus dem Haus zerren mussten. Ich wehrte mich wild, und beim Gerangel stieß ich eine Öllampe um. Durch das Auslaufen der Öl entzündete sich sofort ein Feuer.
Ich nutzte die persönliche Verwirrung und floh in die Dunkelheit der Nacht. Ich rannte und rannte und hielt nicht an, bis ich in dieser Taverne erreicht hatte. Ich bitte euch, gnädige Dame, beschützt mich vor jedem, der mich töten will, nur weil ich eine Frau bin. Das ist schrecklich, wenn es irgendwas gibt, wie ich euch helfen kann. Wirklich, wollt ihr mir wirklich helfen? Dem Himmel sei gedankt, dass ich euch getroffen habe, okay? Und eure Seele sei gnädig für eure Freundlichkeit. Wenn ich bei euch bleiben kann, wird es niemand wagen, mir das anzutun. Ich werde mein Bestes tun, euch in allem behilflich zu sein. Pack deine Sachen, Mädel, es wird Zeit, diese Lande zu verlassen. Gut, gebt mir einen Augenblick, um mich vorzubereiten, dann bin ich bereit zum Aufbruch. Schön, da haben wir nochmals eine Kammerzoffen. Okay. Besucht eure Mühle. Mühlermeister. Guten Tag, meine Dame. Wir hoffen, mit der Produktion in etwa 2 Tagen beginnen zu können. Aha. Also noch nicht fertig. 21.917. Das ist doch etwas, was wir uns locker leisten können. Wieso denn nicht? Aber ist auch richtig gut. So ein Großwert würde sehr gut in unserem Thronsaal. Nein, in unserer Schatzkammer Platz haben, bis wir es benutzen können. Aber nein, gut. So, jetzt gehen wir mal zum Gildenmeister und geben die Quest ab. Aha, das ist automatisch. Ihr hattet 3 Ansehen. Euer Verhältnis mit Jahren hat sich verbessert. Monika Basler, ich stehe in eurer Schuld, dass ihr die Tochter meines Freundes zurückgebracht habt. Bitte nehmt diese 230 Dinar, die ich euch versprochen hatte. Mein Freund wünscht, er könnte euch mehr geben, doch das Lösegeld hat seine Mittel erschöpft. Sehr schön. Hast du dann noch irgendwas? Überbringung einiger Wein, okay. Ja, weil Luca ist sowieso auf dem Weg. So, dann tun wir mal Wein abgeben. Nein, nicht hier. Inventar. Ja. In Veluca. Veluca ist dort vorne. Ja, stimmt. Gut. Dann haben wir eine schöne weitere Quest. Dann gehen wir dann auch nach Cherkala. Jelkala. Und reden mal mit dem König, ob das dann im nächsten Part. Kurz nach Veluca können wir noch gehen. Ich will auch ein bisschen größere Parts machen. Also, ja, weil es nicht so ein Projekt ist, das ich jeden Tag machen möchte. Nicht bevor es ein bisschen erfolgreich wird, natürlich. Stehe zu Diensten. Aha. Tailrock. Habt ihr Aufgaben? Nein. So. Und du, Tribeus. Ich bin Barone Trimbo, Sohn von Conte Gamal. Auch keine Hilfe. Nun gut, Veluca ist da unten. Jetzt geht es alles nach unten. Oh, das Kopfgeldjäger. Dachte schon, die hätten Angst vor mir. Ah, Gobex-Banditen. Okay, nein, da. Wir gehen aber lieber oben durch, weil wegen des Deserteuren. So, sind wir auch gleich bei Veluca. Kopfgeldjäger. Ja, ich möchte unbedingt jetzt dem Rotok-Reich anschließen mich. Ich hoffe, wir haben dann keinen Krieg mit den Sananiten. Sarantien. Ich möchte schon noch ein bisschen ausgeglichen haben. Schildjungfer, ja. Bauer. Was ist passiert, mein junger Mann? Ein Band der Briganten hat uns Dorf eingenistet. Okay. Wo liegt dieses Dorf? Sirmisch, Sirmisch. Das machen wir dann nächstes Mal gleich. Und sonst. Ah, ich muss es in die Taverne bringen. Ja, stimmt. Ja, ja.
So. Boah, mega Pfeile. Und der Bogen ist seitwärts. So, ich hätte da ein paar 10 Wein. Endlich! Mein Vorrat war schon fast aufgebraucht. Ich habe die Kosten von meinem im Voraus bezahlt. Hier nehmt diese 110 Dinar. Das sollte eure Unkosten decken. Und bestellt Guildmeister meine Grüße, wenn ich das nächste Mal mit ihm handle. Werde ich ein gutes Wort für euch einlegen. Sehr schön. Gut. Dann möchte ich noch kurz in die Stadt zum Geldmeister hier. Und wo ist mein Pferd? Das ist der Waffenschmied. Da kann man manuell herhandeln. Aber das müssen wir ja nicht. Da oben sind zwei. Ist vielleicht hier irgendwo der Gildenmeister? Hm, die Suche nach dem Gildenmeister. Nur ein Händler. Nein, danke. So, wo ist denn unser Gildenmeister? Ja, so finden wir ihn nicht. Nun gut. Da vielleicht? Ne, Pferdehändler. Das ist der Eingang, da ist er mal nicht. Vielleicht in der Bo oder hier. Ja, hier ist er. Ein Auftrag. Das ist eine Quest, die möchte ich jetzt noch nicht so machen. Oder? Ja, ich mache es. Ich will es mal ausprobieren. Weil es früher war es immer so ein bisschen problematisch. So, also machen wir nächstes Mal. Ich mache einen Doppelpart. Und ja, Dankeschön fürs Schauen. Das Game macht mir richtig viel Bock. Hoffentlich auch euch. Wenn ihr Tipps und Tricks habt oder einfach irgendwas schreiben wollt, dann dürft ihr das gerne unten im Kommentar machen. Jo, vielen Dank und tschüssi.